Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Espresso, der Frauenherzkraft Talk. Und ja, heute haben wir ein wieder mega cooles Thema, nämlich, und heute sage ich schon, Sichtbarkeit. Und die liebe Linda ist da. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist im Talk. Und ja, erzähl mal, Linda, was ist Sichtbarkeit für dich? Was bedeutet das Wort für dich? Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ein Teil davon. Ich finde ja deine Reihe total schön und höre sie mir gern immer selbst an. Und ja, danke dir. Und Sichtbarkeit ist für mich, ich teile es meistens auf so zwei Ebenen auf. Es ist tatsächlich für mich kein Wort, was so für eine Sache steht, weil sie, glaube ich, auch total individuell ist. Aber bei mir ist es so, einmal das Innere und sich selbst gegenüber eine Sichtbarkeit zu haben und einmal so im Außen. Und für mich startet es einfach mit der Sichtbarkeit mir selbst gegenüber. Und Sichtbarkeit würde ich da vielleicht ein bisschen ersetzen oder gleichsetzen mit authentisch sein, ehrlich sein, dass ich mir selbst gegenüber ehrlich zeige, zulasse zu fühlen, was ich gerade fühle, zu denken, was ich gerade denke und mich, ja, meine innere Welt mir selbst erstmal sichtbar mache, da eintauche und wahrnehme, wer bin ich eigentlich, was gehört eigentlich zu mir und es mir auch selbst gegenüber zu kommunizieren, was mir gut tut und was nicht und auch so zu handeln, mir den Alltag zu kreieren und so für mich sichtbar zu sein und mich an erste Stelle zu stellen, ohne egoistisch zu sein, aber einfach, weil es notwendig ist, um irgendwie glücklich und erfüllt zu leben. Glaube ich zumindest. Oder auch so das, was ich in meinem Leben erfahren durfte und mitnehmen konnte, um da erstmal ja, zu sagen, okay, ich kenne mich, ich weiß, wer ich bin, ich kann für mich einstehen, ich weiß, wofür ich stehe und was mich irgendwie auch bewegt. Und daraus kann ich quasi in die Sichtbarkeit nach außen kommen, weil ich dann erst sagen kann, die Person bin ich, die Frau und der Mann bin ich, das sind meine Stärken, vielleicht meine Schwächen, meine Themen. Das berührt mich, das bewegt mich und das ist vielleicht auch so ein Geschenk für die Welt, was ich habe, mit dem ich nach außen gehen kann. Sei es einmal privat, im privaten Umfeld, dass ich mit Freunden, Familie, Bekannten irgendwie sprechen kann, kommunizieren kann, aber auch für mich einstehen kann und sagen kann, hey, das Thema können wir gerne drüber reden, aber ich bin eine voll andere Meinung und ich traue mich, meine Meinung zu sagen und muss ja niemanden überzeugen, sondern darf einfach meine Sichtbarkeit herstellen und sagen, das bin ich, dafür stehe ich, lass uns gerne austauschen, aber ich muss mich nicht verstecken, ich muss nicht irgendwie wegducken, mich in Tarnumhang verkriechen, sondern darf mich zeigen und dafür einstehen. Und das ist einmal im privaten Bereich im Außen, aber auch genauso im Business, wenn du irgendwie im Beruf in der Selbstständigkeit bist, aber auch vielleicht im Angestelltenverhältnis vor deinem Chef, vor deiner Chefin, vor deinem Mitarbeitern, Kollegen, Kolleginnen, ja, einfach Forderungen vertreten, für dich einstehen und zu sagen, hey, nee, morgen mache ich nicht die Überstunde, weil es passt mir nicht, da habe ich XY und irgendwie sagen, hey, mein Körper braucht auch mal Pause, sonst kann ich gar nicht hier sein. Ich brauche auch mal Zeit für mich und mach dich und deine Bedürfnisse einfach sichtbar in deinem Beruf, in dem du ausübst oder sei es, wenn du in der Selbstständigkeit bist, so wie ich zum Beispiel, dass du dich damit sichtbar machst, weil gerade im Selbstständigkeit, im Unternehmertum, Sichtbarkeit ist, finde ich, das A und O. Einmal dein Angebot, erstmal alles selbst zu haben, was so im Hintergrund passiert, deine Vision, dein Warum zu kennen und auch zu teilen, sichtbar werden zu lassen, aber eben auch dann nach außen zu treten, Leute zu kommunizieren, im Bekanntenkreisen, aber auch auf Kunden zu oder Interessenten zugehen, durch Social Media, durch Webseiten, aber auch eben privat im Umfeld oder ich sag mal 1:1, wenn man Personen trifft. Okay, aktuell ist das gerade ein bisschen eingeschränkter, aber normal, wenn man auf Veranstaltungen ist und Co. und wirklich zu sagen, hey, hier bin ich, die Person bin ich und das ist mein Geschenk für die Welt, das biete ich an. Ich traue mich irgendwie auf Instagram, auf Facebook, Webseite mich zu zeigen, und da wirklich sichtbar zu sein und nicht eben den Tarnumhang, die Wolldecke über mich zu schmeißen, mir zu denken, nee, ich bin hier so eine kleine graue Maus und habe eigentlich nichts zu sagen auf der Welt. Macht ihr mal alle. Ich passe mich dem an, ich bin nicht da. Das ist wirklich
Also, du hast so Pulverfass gerade aufgemacht und das finde ich so, so krass schön und spannend auch. Es ist so allumfassend. Also, ich habe mir ja vor unserem, also bevor wir jetzt hier diesen Talk haben, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, was ist denn Sichtbarkeit für mich? Und bin auch eher bei der inneren Arbeit angelangt. Also, natürlich das Offensichtliche. Bei Sichtbarkeit ist das, was jemand anders von mir sieht. Aber ich bin tatsächlich auch dann darauf gekommen, nee, es fängt bei mir an. Ich muss mir selbst sichtbar sein und mir selbst zeigen und sagen, was möchte ich denn und was möchte ich nicht im Leben und vom Leben. Und ja, ich finde es ganz toll, dass du es auch direkt mit aufgegriffen hast und dann natürlich, ja klar, dann geht es im Außen weiter. Und was würdest du jetzt sagen bei all diesen Facetten? So, wenn du jetzt eine Essenz raussuchen müsstest, was ist so die Essenz für dich von Sichtbarkeit? Also ganz runtergebrochen fängt es eben, glaube ich, wirklich bei mir selbst an, bei jedem selbst zu sagen, okay, ich sehe mich. Ich sehe mich, ich sehe meine Werte, wer ich bin, was ich kann, meine Stärken, aber auch meine Schwächen. Und Schwächen sind super, weil da darf ich einfach Potenziale sehen und daran wachsen. Und ja, dieses mich sehen. Also ganz runtergebrochen ist es für mich wirklich, ich sehe mich, Punkt. Ich Ja. weiß, wer ich bin, was ich mache, wofür ich hier bin und damit gehe ich nach außen und alles andere wird auch sichtbar. Aber starten tut es für mich mit, ich sehe mich und zwar wirklich mich so, wie ich bin und nicht wie die Gesellschaft, Schulen und Co. vielleicht mir erzählen, wie ich sein soll, sondern so, wie ich mich fühle. Ich sehe mich, wenn ich in den Spiegel schaue, wenn ich mir in die Augen schaue, sehe ich meine Seele, mein Warum, mein inneres Feuer, aber nicht ja, Facetten, die wir irgendwie jeder von uns mit den Jahren auferlegt bekommen. Ja, oh, das ist echt so schön. Und ich habe gerade auch ein bisschen so einen leichten Schauer bekommen, weil das wirklich so, so schön, aber eben auch so wahr und kraftvoll ist. Also ich meine, das ist ja auch das schönste Kompliment, was man sich selbst auch machen kann, sich selbst zu sehen und ja, die eigene Seele zu sehen im Spiegel oder ja, sein Innerstes zu sehen und wahrzunehmen. Und ja, damit würde ich schon zur letzten Frage kommen. Für die, die jetzt zuhören, so was würdest du denen mit auf den Weg geben? Hast du einen Tipp? Wie kann man damit anfangen, sichtbar zu werden mit sich selbst? Also ich glaube, es ist immer klar unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade stehst. Aber wenn wir sagen, ich habe mit dem Thema zum Beispiel noch nicht so viel zu tun gehabt und habe irgendwie jetzt nicht so greifbar was oder kann jetzt nicht sagen, Selbstliebe, mich sehen, abgehakt, next. Würde ich tatsächlich einfach anfangen, immer wieder sich mit sich zu verbinden, in sich reinzufühlen. Total schön zum Beispiel morgens. Stell dir den Wecker 5 Minuten früher, bevor du aufstehen musst und bleib noch mal kurz liegen, spür in dich rein, deinen Körper. Wie geht es dir gerade? Was fühlst du? Was ist da? Was sagt dir auch dein Körper, wonach die gerade ist? Und erlaube dir, genau das zu leben im Alltag, in den Tagen, der gerade startet. Was sind deine Werte? Was möchtest du vertreten? Wo merkst du vielleicht auch, wenn du was sagst, das sagst du, weil derjenige es gerade hören will, aber du gehst du eigentlich über eine Grenze von dir, die du wieder herstellen darfst? Also einfach dieses morgens mit sich verbinden und diese Verbindung und Sichtbarkeit dann auch durch den Tag zu tragen. Und daraus entstehen dann ganz, ganz viele wundervolle Dinge, worauf man aufbauen kann. Aber damit würde ich sagen, kann man ganz toll anfangen. Ja, das glaube ich auch. Und 5 Minuten, das schafft man. Das schafft man umzusetzen am Morgen. Und ja, da kann man ja sogar noch mal liegen bleiben, wenn man das möchte. Also easy. Es gibt keine Ausreden mehr. Ja, nein, ganz wundervoll. Also richtig schön. Und ja, ich denke, da können alle direkt morgen mit starten. Oder eigentlich am besten heute noch. Wecker kurz zurückstellen und direkt heute schon damit starten. So schön. Super schön. Linda, ich danke dir so sehr für deine Impulse. Es war einfach ein wundervolles Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ja, es war echt schön. Ach, wir können eigentlich noch so lange weiterquatschen, aber
Was soll ich sagen? Mein Espresso ist ausgetrunken. Ja, also, ihr Lieben, die ihr zuhört, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, nächste Woche gibt es sicherlich wieder eine neue Folge von Auf ein Espresso, der Frauenherzkraft-Talk. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und für diesen Talk, ja, was ist für euch Sichtbarkeit? Wie lebt ihr Sichtbarkeit? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es uns wissen und daran teilhaben und lasst uns in den Austausch gehen. Also bis zum nächsten Mal. Herz an, macht's gut. Hallo Frauenherz, es ist so schön, dass du hier beim Podcast Auf einen Espresso der Frauenherzkraft-Talk bist. Der Podcast für deine Inspiration und alle Frauen, die in ihrer Weiblichkeit zu Hause sind oder sein wollen. Mein Name ist Carmen Hohmann, ich bin Coachin und Visionärin für gelebte Weiblichkeit und Gründerin der Frauenherzkraft-Community. In meiner Vision kennt jede Frau ihren Selbstwert und diesen lässt sie sich von nichts und niemandem nehmen. Dafür gebe ich dir in meinem Blog, in meiner Community und in all meiner Arbeit meine wertvollsten Tipps und Tools an die Hand, damit du deine Weiblichkeit selbstbestimmt, frei und weise lebst. Danke, dass du Teil dieser Vision bist und damit dein Herz für deine weiblichen Kräfte und Weisheiten öffnest. Hab ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge und schreib mir gern, wie sie dir gefallen hat. Herz an!